Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video gibt's meine Favorite and Fails von März bis in April. Im Moment ist es bei mir so, dass es nicht alles so strukturiert abläuft, weil ich die letzten Wochen zum Beispiel so viele neue Foundations gekauft habe, dass ich es gar nicht schaffe, innerhalb von 4 Wochen mir da eine ausreichende Meinung bilden zu können. Deswegen mache ich es immer so. Ich zeige einfach die Produkte, die ich für mich genügend getestet habe in diesen Videos oder halt auch Produkte, die ich vielleicht noch gar nicht in einem Video gezeigt habe, wo ich aber finde, dass ich zu denen gerne noch was sagen möchte. Ansonsten kann es halt sein, dass Produkte, wo es schon ein First Impression Video gab, die aber dann vielleicht noch mal einen Monat später erst dann in meinen Favoriten oder Roundup Videos auftauchen, nur damit ihr euch nicht wundert. Manche Produkte, die bekomme ich und teste gleich fast jeden Tag, und manche Produkte teste ich ein, zweimal, dann kommt was Neues, dann teste ich das wieder. Deswegen ist das immer so ein bisschen ein Hin und Her. Anfangen möchte ich mit 2 Primern. Ich habe auch einige Produkte aufgetragen natürlich heute und blende da immer mal wieder was ein. Zuerst der Vanish Airbrush Primer von Hourglass. Das ist ja ein Primer, den habe ich bekommen. Der hat mir sofort gefallen. Alle Foundations klappen super über den, der ja gleich so ein bisschen die Porenregion aus. Oder auch wenn ich Foundations habe, die mir fast zu viel Leuchtkraft geben, dann ist das auch einer, den ich gerne verwende. Und irgendwie ein paar Wochen später habe ich dann diesen Tom Ford Traceless Soft Matte Primer mir gekauft, der auch ziemlich neu herausgekommen ist. Und das sind beides Primer, die einen ähnlichen Effekt bieten, also die gleichen, die Poren aus. Der Unterschied bei den beiden ist, der fühlt sich so ein bisschen ja silikonig an, also wie so eine glatte Oberfläche drüber. Und der wird fast so wie so ein seidiges Puder. Und ich finde, dadurch, dass der wie so ein bisschen pudrig wird, hat der noch einen stärkeren Effekt, was das Thema Ausgleichen von vergrößerten Poren angeht. Also ich finde beide sehr gut. Beide gefallen mir auch richtig. Den würde ich einen Tacken noch drüber setzen. Also der gefällt mir noch ein bisschen besser als jetzt der von Hourglass. Und selbst mit meiner trockenen Haut passen beide sehr gut. Also gerade wenn ich hier so den Porenbereich so ein bisschen verfeinern möchte, benutze ich die gerne. Bisher hatte ich noch überhaupt keine Foundation, mit denen die beiden Primer nicht funktioniert haben. Ich habe sie auch ja beide drauf. Der Unterschied ist jetzt meiner Meinung nach nicht so riesig. Wie gesagt, der von Tom Ford ist doch derjenige, wo ich aber sage, den bevorzuge ich ein Müh mehr, wenn ich mich zwischen beiden entscheiden müsste. Das nächste Produkt ist von Hermes, der Natural Enhancing Complexion Balm mit SPF 30. Das ist so ein Produkt, der ist so von der Haltbarkeit nicht ganz so gut. Also so nach 5 Stunden passiert es mir manchmal, dass der mir auseinanderbricht. Und der ist auch einer, wo ich sage, der ist mir nicht konstant genug. Ich habe Tage, da funktioniert der wunderbar, da sieht er auch gut aus. Aber ich hatte auch Tage, da habe ich gesehen, dann bricht der hier mir so ein bisschen auseinander, setzt sich in meine Poren ab. Deswegen ist das ein Produkt, ich habe ihn heute drauf und ich finde, der sieht dann auch gut aus. Aber das ist so einer, bei dem denke ich schon zweimal drüber nach. Also mit diesem Primer zum Beispiel drunter oder auch dem von Hourglass funktioniert er bei mir besser als ohne Primer. Was mir auch nicht so gut gefällt, ich habe ja hier, ich habe ja 2 Farben und das ist jetzt die Farbe 30. Und der gibt schon so ein bisschen Weißstich. Also ich denke, da ist mehr dieser Sonnenschutz gegeben als das Tinted Balm. Ich meine, er soll nicht viel Deckkraft geben, aber auch von der Konsistenz ist es einfach nicht mein liebstes Produkt. Ich würde ihn mir nicht nachkaufen. Ich benutze ihn jetzt. Ich werde ihn nochmal im Sommer probieren. Ich glaube auch, mit meiner trockenen Haut verträgt er sich nicht ganz so gut. Aber ich finde, in diesem Bereich getönte Tagescreme oder Tinted Moisturizer gibt es einfach bessere für mich. Und mit diesem SPF von 30, das ist zwar ganz nett, aber ich würde mich halt nie auf diesen Sonnenschutz verlassen, weil ich da meiner Meinung nach zu viel Produkt auftragen würde. Dann weiß ich wieder nicht, setzt er sich komisch ab. Also da benutze ich lieber eine reguläre Sonnencreme ohne Tönung. Da kann ich genug drauf machen auf mein Gesicht, als dass ich das von MS benutzen würde. Ich finde es nicht ganz schlecht, ich finde es okay. Und wie gesagt, manchmal, jetzt heute, sieht er auch wieder ganz gut aus mit den Primern darunter. Aber preis-leistungsmäßig
ist es für mich kein Produkt, was mich irgendwie besonders begeistert hätte. Wenn wir bei Foundations schon sind, kann ich mal den Ray Morris Pinsel zeigen. Das ist ja jetzt die vegane Linie. Das ist der Foundation Pinsel Nummer 7. Und den habe ich jetzt die letzten 2 Wochen fast täglich benutzt. Und da muss ich sagen, der gefällt mir richtig gut. Also der macht einen tollen Job. Man kann sowohl streichen, aber er hat auch noch genug Auflagefläche, sodass ich so ein bisschen tupfen kann. Das ist einer, der gehört jetzt nach der Zeit schon zu meinen liebsten Foundation-Pinseln. Die anderen Pinsel von Ray Morris habe ich noch nicht alle getestet. Deswegen, da wird noch mal ein Video kommen. Aber der ist jetzt einer, den wollte ich auch über einen längeren Zeitraum testen. Und den kann ich auf jeden Fall empfehlen, vor allem, wenn man auch einen Kunsthaarpinsel sucht. Dann der Dior Backstage Concealer. Das ist einer, der ist für mich nichts. Ich finde, der trocknet meine Augenpartie zu sehr aus. Also da muss ich auch aufpassen. Da habe ich welche, die einfach mehr Feuchtigkeit geben. Ich kann mir vorstellen, dass er für Leute, die jetzt nicht so eine trockene Partie unter den Augen haben, ganz gut funktioniert. Für mich funktioniert er nicht so gut und bricht dann auch auseinander. Und ich finde, der hebt so meine ganz feinen Linien ein bisschen hervor. Deswegen ist das wohl keiner, den ich zukünftig allzu oft benutzen werde. Was mir ganz gut gefällt, den habe ich jetzt auch noch nicht so lange, aber auch jetzt 2 Wochen lang ziemlich jeden Tag benutzt, ist von Benefit der. Das ist der Bright On Concealer. Ich mag ja generell Farben, die so ein bisschen pinkig sind oder ein bisschen Aprikotfarben sind, super gerne, gerade unter den Augen. Das gibt einen schönen aufhellenden Effekt. Das gleicht so ein bisschen die Schatten aus und reicht mir vollkommen. Und ich finde, für meine Hautfarbe ist genau so eine Farbe schmeichelnd. Der setzt sich nicht so stark ab, der trocknet auch nicht so sehr aus, ist nicht mein allerliebster, ist aber auf jeden Fall ein guter, den ich in letzter Zeit sehr gerne benutzt habe. Bei Puder, was mich sehr positiv überrascht hat und was mir auch nach wie vor sehr gut gefällt, ist das Setting Puder in Light von Rare Beauty. Ich finde zum einen die Verpackung sehr schön, dass man das hier aufdrehen kann. Dann gibt es nicht so eine Sauerei. Also das finde ich super. Das ist auch eins, das kann ich mir vorstellen mitzunehmen. Sonst nehme ich meistens so Kompaktpuder mit. Aber bei dem hier mit dem schönen Verschluss, da fliegt mir dann auch nicht alles im Deckel rum. Das finde ich gut. Das ist ein Puder. Das ist ganz gut zum Setten. Es ist sehr fein gemahlen und es hinterlässt auf der Haut so ein seidiges Finish. Es ist auch nicht das feinste Puder, was ich habe, aber ich finde das Gefühl auf der Haut sehr schön und es mattiert drunter, ohne so totmatt auszusehen. Also das trocknet auch meine Haut nicht allzu sehr aus. Für mich ein richtig gutes, solides Puder, welches mir sehr gut gefällt und eins, welches ich die letzten Wochen sehr gerne benutzt habe. Von Hermes das Puder finde ich auch nicht schlecht. Das ist auch ein schönes Puder, auch sehr fein gemahlen. Da habe ich das Gefühl, das weißelt ein bisschen. Das ist jetzt so der einzige Punkt, für was ich das Puder am liebsten benutze, ist nicht so zum Setten meines kompletten Gesichtes, sondern wenn ich meine Poren nochmal so ein bisschen verfeinern möchte, also gerade hier so im Nasenbereich oder hier am Kinn auch gerne, nachdem ich Setting Spray benutzt habe und manche geben mir dann einfach zu viel Glanz auch in der T-Zone und dann nehme ich mir von dem Puder ein bisschen was und gebe mir das so über die Poren drüber, da funktioniert das toll und das ist auch eins, das habe ich sehr gerne die letzten Wochen benutzt. Bei Bronzer sind einmal sowohl der neue Terracotta Light Bronzer in 00 Claire Rose oder Light Cool. Den habe ich auch sehr gerne benutzt. Das ist ein für mich ungewöhnlich heller Bronzer, aber der gibt ein sehr natürliches Finish, gerade für tagsüber, wenn es nicht so viel sein soll. Hier ist der Geruch etwas gediegener, als man es so von den Göller Terracotta Bronzern gewohnt ist. Eine sehr schöne Farbe bei mir. Ich habe den auch heute aufgetragen. Ich finde, der sieht gut aus. Die Terracotta Bronzer sind von der Formulierung sehr schön. Die sind sehr solide Bronzer. Machen jetzt auch nichts irgendwie Spektakuläres, aber tun genau das, was sie sollen. Und auch diese Formulierung oder die Art und Weise gefällt mir sehr gut. Er hat ja so ein paar Dots drin, die so ein bisschen Schimmer haben. Und das gibt dann so ein wenig Leuchtkraft mit rein. Ich würde aber trotzdem eher sagen,
ja, es ist nicht so ein richtig leuchtender Bronzer, sondern meiner Meinung nach eher so ein, ja, natürliches Finish, so ein Satin-Finish vielleicht. Was ich auch jetzt tatsächlich sehr oft benutzt habe, ist von By Terry, dieses Brightening CC Powder in der Deluxe Edition. Da ist die Verpackung ziemlich schwer. Von innen sieht der so aus, eine sehr schöne Einprägung. Der gewohnte By Terry Duft, der ist mir ja fast immer ein bisschen viel, aber ich riech's dann nicht mehr, wenn ich ihn aufgetragen habe. Meine Nase ist aber auch nicht ganz so empfindlich, also weiß ich nicht, wie es da bei jemandem ist, der eine empfindliche Nase hat. Aber das ist so ein Puder, ich benutze das als Bronzer Topper. Und auch so ein bisschen, ich habe das heute so ein bisschen hier hinten noch mit aufgegeben, um ein wenig Leuchtkraft reinzubringen. Gerade auch, wenn ich Foundations benutze, die ein wenig matter sind, dann ist das einer, den ich super gerne benutze. Der hat so eine leichte Farbe, der kann, glaube ich, auch bei dunkleren Hauttypen einfach als Gesichtspuder, als illuminierendes Gesichtspuder verwendet werden. Da ist es mir viel aufgetragen, fast ein bisschen dunkel und würde mir zu viel Leuchtkraft geben, aber hier so über die Wangen, ein bisschen über die Stirn, gefällt es mir sehr gut und da bin ich ganz froh, dass ich mir den gekauft habe. Ich weiß gar nicht, das ist so eine limitierte Edition. Ich bin mir dabei bei Terry nicht sicher, wie lange die Sachen dann immer verfügbar sind. Die Blushes, die Liquid Blushes von By Terry, ich finde die von den Farben gut. Ich kann die auch benutzen und dann machen sie auch einen sehr schönen Effekt. Ich hatte nur da schon manchmal, wenn ich Puder schon aufgetragen habe, dass mir das Puder abgehoben wurde und dann gefällt es mir nicht ganz so gut. Deswegen ist das ein Produkt, da habe ich einfach welche, die für mich anwenderfreundlicher sind, wo ich keine Angst haben muss oder nicht so sehr aufpassen muss, dass sich Produkte drunter abheben. Das benutze ich, weil ich es jetzt habe und das wird ein Produkt sein, wenn ich irgendwo bin, dann würde ich das mitnehmen, wenn ich jetzt nicht wirklich Make-up trage. Wenn ich Foundation habe, gerade eine, die mehr Deckkraft hat, dann würde ich mich fast nicht trauen, mit dem drüber zu gehen. Ich habe andere gesehen, die sehr begeistert sind und wo das anscheinend ganz gut klappt. Für mich ist aber die Konsistenz einfach ein wenig zu, ja, wässrig oder ich weiß es nicht, was da bei mir nicht ganz so gut klappt. Da habe ich so festere Konsistenzen einfach lieber. Da muss ich nicht so aufpassen. Der ist halt schon erstmal sehr flüssig und dann kann es halt immer passieren, dass der gerade mit Puderprodukten oder auch je nachdem, welche Art von Foundation man drunter hat, wenn die jetzt auch so ein bisschen flüssiger ist, dann ja, kann sich das auch schon mal vermischen und dann dadurch die Foundation abheben. Und das sind dann für mich immer Produkte, sobald ich drüber nachdenken muss, mit was ich die verwende, sind es einfach nicht meine Top-Favoriten, sondern ja, sind okay Produkte. Also so von den Farben her, das ist, sind so leichte Sachen. Für meinen hellen Hautton ist das ja immer sehr gut, aber wird auf jeden Fall nicht mein Lieblingsprodukt werden. Im Gegensatz zu dem Tarte Cheek Stain, den habe ich noch gar nicht so lange, aber auch jetzt die letzten 2 Wochen fast täglich getragen, gerade wenn ich, wenn es irgendwie schnell gehen musste. Das ist ja so ein Produkt, das gab es wohl schon mal, der Cheek Stain und im Speziellen jetzt bei mir auch die Farbe Exposed. Ich habe den auch heute drauf, der gefällt mir richtig gut. Das ist so ein Produkt, ich gehe da am liebsten mit dem Pinsel rein und gebe mir das dann auf die Wangen. Der hat so ein, ja, so ein leichtes Satin-Finish, ohne zu viel Glanz zu haben. Das ist eine super, für mich so eine movige, neutrale Farbe, die tagsüber sehr schön geht. Der hält bei mir den ganzen Tag, funktioniert über Puder, unter Puder. Ich hatte da noch gar kein Problem. Der trocknet schön runter, der bleibt auch nicht so klebrig. Gefällt mir sehr gut. Und ja, das hat mich sehr positiv überrascht. Habe ich gar nicht damit gerechnet, aber das ist einer. Da finde ich jetzt einmal die Farbe für mich passend. Ist halt auch etwas, was ein bisschen mehr gedeckt ist. Also das ist jetzt nicht so ein schreiender Blush und gerade die Farbe ja nicht. Und ich habe nur die eine, ich kann die anderen nicht beurteilen. Und das ist einer, den werde ich den Sommer über sicherlich noch weiter benutzen. Den von Huda Beauty, der hatte mir bei meiner First Impression auch schon ganz gut gefallen. Der gefällt mir auch ganz gut. Den habe ich nur nicht oft genug getragen, um mir da schon meine finale Meinung gebildet zu haben. Was ich auch aber in den letzten 2 Wochen sehr oft getragen habe, ist von Tarte dieses Blush Trio. Und das finde ich auch wunderschön. Also sehr schöne Blushes, sehr schöne Pigmentierung, geben auch so ein seidiges Finish. Ich finde die 3 Blushfarben ideal. Man kann da mixen und
Der dunkle hat auch eine sehr gute Pigmentierung, also auch wenn man mal so ein bisschen mehr Blush haben möchte. Ein auch super schönes, solides Produkt mit einer tollen Blush-Formulierung. Auch ein Produkt, von dem ich direkt positiv überrascht war und ich habe das öfter auch in Kombination jetzt getragen, fast jeden Tag in allen möglichen Variationen dann auch. Und mir gefallen alle drei Farben alleine und gemixt. Und das ist auch so eine schöne Farbrange für mich, wo ich sage, okay, den kann ich auch gut mitnehmen. Dann habe ich drei Blushes dabei in einer immer noch sehr handlichen Größe. Die Verpackung ist sehr schön gemacht. Das gefällt mir ganz gut. Ein tolles Produkt. Welchen Highlighter ich sehr gerne benutzt habe, ist zum einen der Hermes Highlighter. Und zwar der hier, also nicht aus der ersten Edition, sondern der, weil mir der von der Farbe etwas besser gefällt. Das ist ein solider Highlighter, der einen schönen Effekt gibt, nicht ganz so schreiend ist, eher so ein bisschen auf der ja, natürlichen Seite. Das mag ich ja immer lieber. Den habe ich ziemlich oft getragen die letzten Wochen und auch den Camellia Highlighter, Rive de Camellia von Chanel mit der wunderschönen Einprägung. Leider sieht man hier oben, habe ich mir die da schon etwas versaut. Ist aber ein Produkt, was, ja, was für mich auch zum Benutzen da ist. Das ist auch eine sehr schöne Farbe. Das ist jetzt der von Hermes, der ist so ein bisschen goldiger. Und der von Chanel, der hat so ein bisschen rosigen, peachigen Unterton mit drin. Auch für meinen Hautton sehr gut geeignet. Gibt auch einen wunderschönen Effekt. So einen, ja, zart glänzenden Effekt. Der gefällt mir noch einen Tacken besser als jetzt der von Hermes, einfach von der Farbe auch. Da bin ich sehr froh, dass ich mir den mitgenommen habe. Ich habe auch jetzt die Rouge Hermes Shiny Lipsticks, die so ein bisschen, ja, so balmig mehr sind. Also nicht die richtigen Lip Balms, aber auch jetzt nicht ihr Satin Finish, sondern so ganz softe. Ich benutze sie, weil ich sie habe. Die Formulierung ist nicht schlecht, aber ist jetzt auch nichts so besonders, dass ich sagen müsste, okay, da muss es einer von Hermes sein. Vor allem, weil sie sehr schöne matte und Satin Lippenstifte haben, dass ich die für den Preis immer bevorzugen würde. Die geben mir zu wenig Farbe ab und ja, machen jetzt auch nichts Spezielles. Da gefällt mir zum Beispiel viel besser, und das habe ich auch noch nicht so lange, die neuen von Guerlain, die Kiss Kiss Be Glow. Das ist ja auch so eine, ja, Shiny Lip Balm Variante. Sehr schön. Also die trage ich auch, seitdem ich die habe, jeden Tag einen anderen. Da würde ich auf jeden Fall, wenn man sowas in der Art sucht, immer die Guerlain Kiss Kiss Be Glow, den Hermes Shiny Lipsticks vorziehen. Bei Lippenstiften habe ich auch, also ich hatte bei Make-up bei Mario bestellt und habe mir da einige Lippensachen auch bestellt. Und zwar die, die waren ja sehr gehypt, Plumping Lip Serum. Und ja, das sind tolle Lippenstifte, die kommen in Plastikverpackung, die aber ganz schön ist, die auch die Farbe von dem Lippenstift hat. Das finde ich ja immer ganz schön, da weiß man, zu was man greift. Und wenn man vielleicht hier reinschaut, sieht man es vielleicht schon glänzen. Ich trage den mal hier auf. Das ist eine Formulierung. Das ist hier jetzt der, das ist die Farbe Mauve Glow. Zeigt nochmal einen anderen, man kann die nicht zurückdrehen, das mag ich immer nicht ganz so gern, da muss man aufpassen. Und dann habe ich hier nochmal die Farbe Plum Glow. Der sieht so aus und ich glaube, man sieht es auf meiner Hand schon, die werden sofort ziemlich flüssig fast auf den Lippen, wenn man die aufträgt. Ich kann den jetzt mal hier drüber geben. Dadurch haben die einen sehr, ja, glossy Effekt. Und so fühlen sie sich auch an. Also sie fühlen sich auch ziemlich flüssig an. Sie haben auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen was Bitzelndes. Also so ein Plumping-Effekt. Ich bin da jetzt nicht der größte Fan von. Ich benutze aber gerade so Sachen für die Lippen. Die sind viel schlimmer, dass ich mich fast an diese Sachen jetzt schon gewöhnt habe und ich das nicht mehr ganz so störend finde. Wenn man was sehr Glossiges mit so einem wenig Plumping-Effekt sucht, dann sind das sehr schöne. Wie gesagt, die sind super flüssig. Die schmilzen einem fast dadurch. Ja, hat man auch hier so außenrum immer so ein bisschen Sauerei. Das ist wie, wenn man die berührt, als würden die direkt zerfließen.
Das ist eine ganz spannende Formulierung. Mit dieser ja sehr nassen Art, möchte ich fast sagen, habe ich noch keinen Lippenstift erlebt. Also das sind auf jeden Fall welche, die finde ich sehr gut. Und wenn ich jetzt so richtig was ganz Glossiges haben möchte, und die haben auch eine ordentliche Farbabgabe, also man sieht die schon auch auf den Lippen. Das hat mir auch Spaß gemacht, mit denen rumzuspielen. Die gibt es im Moment meines Wissens nur bei Make-up bei Mario. Man kann da sehr unproblematisch bestellen und die übernehmen auch die Zollgebühren, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ich schreibe es nochmal in die Infobox. Ich schaue nochmal nach. Das geht auch immer super schnell. Also innerhalb von einer Woche, meistens sogar unter einer Woche, hat man die Sachen da. Also ich bestelle da öfter direkt. Was ich finde, jetzt im Gegensatz zum Beispiel zu so einem Lip Balm, also die von Guerlain, da habe ich das Gefühl, die haben so ein bisschen einen ja, pflegenderen Effekt. Jetzt bei denen habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass die meine Lippen pflegen. Das sind jetzt so Lip-Serien, die ich mehr der Optik wegen trage, aber sind jetzt auch keine, die meine Lippen irgendwie austrocknen. Welche auch ziemlich schnell mein Herz erobert haben, sind die von Dior, die, wie heißen sie? Dior Addict, die es in diesen verschiedenen Hüllen gibt. Ich habe da jetzt gerade mal die Farbe 525 aufgetragen. Das mag ich fast lieber als die hier. Bei denen muss ich mehr aufpassen, weil die so sehr flüssig dann sind mit dem Auftrag. Die sind etwas barmiger. Ich mag diese barmige Konsistenz oder die etwas festere Konsistenz in Tacken lieber. Die sind aber halt nicht so ganz glossig wie die von Make-up bei Mario. Also da ist es einfach, welches Finish bevorzugt man. Aber die hier finde ich super und die gibt es in allen Farben. Also die Farbauswahl ist auch toll. Mittlerweile auch, glaube ich, bei Douglas und Sephora erhältlich. Also bei Douglas, glaube ich, auf jeden Fall. Und da hatte ich mir letztens jetzt auch nochmal eine Farbe nachgekauft mit 20% Rabatt. Da kann man dann immer ein bisschen sparen, also im Gegensatz, wenn man bei Dior direkt bestellt. Zu Lidschattenpaletten. Was sofort in mein Herz oder in meine Top-Favoriten aufgestiegen ist, ist die Lidschattenpalette von Byredo, die Flora Kalahari. Das ist genau mein Farbschema für den Sommer. Ich mag die Formulierung sehr gerne. Das sind sehr soft Lidschatten. Das sind für mich die perfekten Alltagslidschatten. Ich kann so ein bisschen Farbe machen, die erschlagen mich aber nicht gleich. Die Pigmentierung ist gut, aber halt so auf der subtilen, eleganten Seite. Ich finde die Schimmertöne auch sehr schön, auch das eher auf der ja, softeren Seite. Für mich wunderbar. Ich habe da ein Video zu gemacht, falls man die in Action sehen möchte. Eine Palette, die ich schon sehr oft benutzt habe, seitdem sie bei mir in der Sammlung ist. Und ich denke auch eine Palette, die ich über den Sommer im Speziellen noch sehr oft benutzen werde. Was mir auch sehr gut gefallen hat, ist die Charlotte Tilbury Palette, das neue Quad von ihr. Da habe ich auch ein Video zu gemacht. Eine sehr schöne Lidschattenformulierung. Ist halt so ein Look, der in eine so spezielle Charlotte Tilbury Richtung geht. Gefällt mir auch sehr gut. Ein sehr schönes Alltagsding, wenn man morgens nicht nachdenken möchte. Ist das auch so eine, wo ich sage, da kann man jetzt nicht so viel falsch machen. Eine sehr schöne Qualität. Also auch ein Quad, was mir sehr gut gefallen hat. Was ich auch ausprobiert habe, ist von Angelica Nyquist die Kooperation mit Odens Eye. Und das war die Hela Palette. Ich blende mal hier so ein paar Looks ein, die ich mit der Palette geschminkt habe. Das ist eine, einmal von der Verpackung her, eine wunderschöne Palette. Auch der Karton kam in so einer Verpackung sehr schön gemacht. Hat mir richtig gut gefallen. Ich finde den Aufdruck vorne ganz gut von innen. Das ist eine Pappverpackung. Sieht die Palette so aus. Ist jetzt nicht so mein Beuteschema, wo ich sage, ja, eine Palette, die ich unbedingt haben muss. Aber eine sehr schöne Qualität. Ich war richtig begeistert. Also wie gesagt, das ist meine erste Odens Eye Palette. Und auf jeden Fall eine Lidschattenqualität, die ich sehr gerne mag. Und ich habe auch mit dieser Farbkombi schon sehr schöne Looks geschminkt. Auch schon Looks geschminkt, die ich morgens auch auf die Arbeit getragen habe. Also man kann das auch so ein bisschen neutral. Ich finde, am Anfang war ich so etwas, so, was soll ich denn mit so einem ja, Rosaton oder mit dem dunklen und dann mit dem Grün-Gelb. Da wusste ich nicht so richtig, aber die arbeiten auch sehr gut zusammen. Der einzige Ton, den ich jetzt nicht so viel benutze, ist so das richtige Pink. Das ist nicht meine Farbe. Alle anderen Töne haben mir sehr gut gefallen und auch die Qualität. Also das ist eine super Kooperation. Habe ich mir fast gedacht, ich habe die
Club Nebula Palette auch von ihr, von Kaleidos. Die ist auch super. Die hat mir auch sehr gut gefallen. Deswegen war ich mir fast sicher, dass sie wahrscheinlich nicht mit einer Marke kooperieren würde, wo ihr die Lidschattenqualität nicht gefällt. Ich finde, Preis-Leistungs-Verhältnis ist sehr gut. Ich glaube, die gibt es auch noch, die Palette. Die gibt es auch noch in so einer Mystery-Box oder da bekommt man dann nochmal so ein paar Goodies dazu. Odens Eye hat insgesamt jetzt gerade so eine Mystery-Box. Die habe ich mir mal bestellt, einfach um noch ein bisschen mehr von der Marke auszuprobieren, weil ich jetzt doch sehr interessiert bin und es mir richtig Spaß gemacht hat. Also gerade in die Schimmerfarben habe ich auch gerne mal so alleine gegriffen oder wenn ich nur so einen Bronzer in meiner Crease habe und dann einfach mit so einem Schimmer drüber, sehr schöner Effekt. Da sind so ein paar dabei, die mir sehr gut gefallen haben und die, wie gesagt, ich auch gerne mal mit so einer neutralen Übergangsfarbe kombiniert habe. Und sowas freut mich dann auch immer besonders, wenn ich so neue Marken für mich kennenlerne, die mir dann auch gut gefallen. Ich konnte auch nicht widerstehen und habe mir, das ist jetzt noch gar nicht so lange her, von Kaleidos die Kollektion bestellt. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Ich werde es unten verlinken, weil ja mir das so gut gefallen hat. Und da sind zwei Lidschattenpaletten drin und einige Blushes und Lippenstifte. Und ich mag die Lidschattenqualität von Kaleidos sehr gerne. Und gerade das Cold Brew Quad, was da mit dabei ist. Also einmal die Verpackung ist sehr schön gemacht. Da ist richtig dieser Stoff drüber. Das sieht gut aus, fühlt sich auch gewichtsmäßig sehr hochwertig an. Und dann hat man diese vier Farben und die haben mich ein wenig an meine heißgeliebte Tom Ford X1 Metal Last Palette erinnert, die es ja nicht mehr gibt. Ich habe die hier auch heute auf den Augen und ich finde, vom Look her geht das schon sehr in diese Richtung. Super schöne matte Farben, mit denen sich sehr einfach arbeiten lässt. Der hier geht richtig dunkel. Ich habe den nur wirklich ein ganz wenig hier in den Außenwinkel gegeben und das ist mir dann fast schon zu dunkel geworden. Also da kann man auch schon Tiefe noch reinbringen in den Look mit den beiden Farben, die beide auch sehr gut pigmentiert sind. Die sind so ein bisschen pudrig, lassen sich sehr schön verblenden. Da war ich auch sehr begeistert. Und der Schimmerton, das ist jetzt nicht ganz so glitzerig wie der von Tom Ford. Das ist eher so ein cremiger, hat aber auch Schimmer drin. Der ist jetzt nicht so grell silber, sondern hat so einen leicht beigen Unterton mit dabei. Ich glaube nur leider, dass das meine Kamera nicht ganz so gut einfängt. Vielleicht hier im Pfännchen ein bisschen mehr. Also der ist nicht so grell silber, sondern ja, hat dieses Beige, was dann einen wunderschönen Effekt gibt auf dem Auge. Die gefällt mir richtig gut, ist direkt von der Qualität her, vom Farbschema. Das ist genau so ein Farbschema, was ich sehr gerne habe. Direkt nach der ersten Benutzung zu einem Favorit geworden. Deswegen wollte ich das erwähnen. Die anderen Produkte aus der Kollektion, also die Lippenstifte waren da noch dabei. Die habe ich noch nicht getestet oder noch nicht ausreichend getestet. Deswegen kann ich da nichts sagen. Und auch bei den Blushes, sie haben da sehr viele Farben, sehr spannende Farben. Die werde ich vielleicht noch mal in ein Video mit einbauen. Ich habe jetzt die Farbe so ein bisschen noch hier mit hingetippt. Das ist die Farbe Ecstasy. Der sieht so aus, also Außenverpackung wieder ähnlich. Die Farben hier sind immer etwas anders. Das finde ich auch ganz schön gemacht. Und dann von innen sieht der Ton so aus. Das ist so ein bisschen Peach, ein bisschen Rosa. Eher etwas auf der soften Seite. Das ist der hier. Perfekt für meine helle Haut und gibt auch ein super schönes Ergebnis. Also da muss ich sagen, ich habe noch keinen so wirklichen Tragetest mit denen gemacht. Also dass ich auch sage, wie ist die Haltbarkeit. Aber machen im ersten Moment auch einen sehr schönen Eindruck auf der Haut. Fühlen sich ganz, ja nicht cremig an, aber so ein bisschen seidig, zart. Sehr schön. Also da, wenn man die schon spürt, kann man sich schon vorstellen, dass die ja, sich schön auf die Haut legen werden. Das sind matte Blushes, also keine leuchtenden. Da freue ich mich, mit allen Farben rumzuspielen. Sie haben ein paar interessante Farben auch mit dabei, die nicht so ganz alltäglich sind. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Deswegen habe ich auch gesagt, okay, ich bestelle mir das ganze Set. Ich möchte einfach alle Blushfarben mal für mich probieren. Ich habe mich nicht entscheiden können, welche ich möchte, weil es einfach mal andere Farben sind, die ich in meiner Kollektion jetzt nicht so häufig habe. Lasst mich gerne wissen, ob ihr die alle mal sehen wollt. Vielleicht
wenn ich mal wieder abends Zeit habe, setze ich mich mal hin und mache wirklich Wangen-Swatches und blende das vielleicht im nächsten Monat in mein Roundup oder Favorites and Fails mit ein. Für mich lohnen die aber auf jeden Fall einen näheren Blick. Kommen wir noch zu zwei Produkten, die mir nicht so gut gefallen haben. Und zwar einmal von Chanel diese Stylo Lumiere Regard Stifte. Kommen hier mit so einem Pinselchen und dann kann man hier das Produkt rausdrücken. Und dann sollen das so Topperfarben sein. So ein bisschen, da gibt es einen mit so Glitzerpartikel und einen, der so einen Sheen hat. Ich finde, auf der Hand, da sehen die immer noch ganz nett aus. Auf dem Auge ist der Effekt fast nicht zu erkennen. Ich habe Michelle Wong gesehen, die hat das als Highlighter aufgetragen. Ich habe das probiert. Ja, das geht. Und was ich auch nicht empfehlen kann, sind die Fenty-Lippenstifte. Also erstens mal finde ich die Verpackung viel zu groß. Das gefällt mir nicht. Ich finde sie sehr teuer für Fenty. Man kann das hier so aufdrehen. Dann hat man da den Lippenstift. Ich finde den Lippenstift okay, aber jetzt auch nichts Außergewöhnliches. Und mit diesen Refills und dieser globigen Verpackung ist es einfach was. Die ist jetzt auch nicht so super hochwertig. Mir gefällt das nicht. Das ist jetzt nicht so meine Ästhetik. Und ich glaube, da gibt es bestimmt welche, denen das super gut gefällt. Wie gesagt, ich finde den Lippenstift an sich jetzt nicht so schlecht. Ich bin jetzt aber auch nicht so super begeistert von der Lippenstiftformulierung. Ich mag es ein bisschen, ja, glossiger und irgendwie, ja. Fand ich die einfach nichts Besonderes, deswegen für mich jetzt kein wirklicher Fail, aber schon was, wo ich sage, würde ich mir nicht mehr nachkaufen. Und dadurch, dass ich den alleine schon nicht gut aufbewahren kann, weil ich keinen Platz in meinen normalen Lippenstifthaltern habe für den hier, werde ich ihn zukünftig wahrscheinlich nicht benutzen und er wird in Vergessenheit geraten. Deswegen ist es was, wo ich sage, das hätte ich mir sparen können. So, ich denke, jetzt habe ich schon wieder so viel geredet und einige Produkte abgearbeitet sozusagen, zu denen ich mir schon eine nähere Meinung bilden konnte. Lasst mich gerne wissen, was eure Tops und Flops waren aus den letzten Wochen. Ansonsten bedanke ich mich wie immer ganz herzlich fürs Reinschalten. Vielen Dank für eure Zeit. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, Kanal abonnieren, falls ihr mehr sehen wollt, und dann wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!